14.000 Liter Salzwasser, kiloweise Steine, Korallen und mehr als ein Dutzend exotische Fischarten müssen weichen, damit das Feuerfischbecken in Hagenbecks Tropenaquarium umgebaut werden kann. Mit viel Fingerspitzengefühl buxieren die tauchenden Tierpfleger jedes Exemplar einzeln in die Quarantäne hinter den Kulissen. Lebende Steine sollen das biologische Gleichgewicht des Feuerfischbeckens verbessern, das Habitat noch naturnaher gestalten. Bevor das lebende Gestein Einzug halten kann, müssen die Stars dieses Beckens, die Feuerfische und die alten Steine raus. Eine Sisyphusarbeit, für die das Team von Guido Westhoff, dem Leiter des Tropenaquariums, 2 gute Wochen benötigte. Doch endlich war es geschafft. Das leere Becken bot viel Platz für die neuen lebenden Steine. Also ich erhoffe mir davon natürlich durch das lebende Gestein eine Andimpfung mit vielen Mikroorganismen, die insgesamt das Gleichgewicht, und das ist im Seewasseraquarium extrem wichtig, insgesamt das Gleichgewicht noch weiter verbessern, sodass noch schneller mehr Leben besser wächst. Man sieht hier die Algen drauf und verschiedene Wurmbauten sieht man hier drauf. Das Ganze ist sehr porös und hat eine Mikrostruktur, die sehr vielen Lebewesen Lebensraum bietet, und diese Lebenswesen wollen wir alle im Aquarium haben. Es riecht auch nicht nach irgendeinem toten, leeres Lebewesen, sondern es riecht wirklich frisch nach Meer. Auch das ist ein Beweis dafür, dass dieser Stein noch lebt. Die lebenden Steine leben nicht wirklich, sondern werden nur so genannt, weil auf und in ihnen so viel Leben steckt. Um dieses Leben erhalten zu können, mussten sie regelmäßig mit Wasser besprüht werden. Doch am wichtigsten für das biologische Gleichgewicht eines Aquariums sind die vielen Bakterien der lebenden Steine. Sobald die Unterkonstruktion fertig gebaut war, konnte das lebende Gestein obendrauf gesetzt und wieder Wasser ins Becken gelassen werden. Nach rund 14 Tagen konnten die beeindruckenden Feuerfische wieder zurück in ihr dekoriertes Zuhause. Zeit für eine Bilanz. Der Umbau hat insgesamt etwa 6 Wochen gedauert. 4 Wochen war Vorbereitungszeit. Wir haben die Gerüste vorher hinter den Kulissen zusammengebaut, die Steine bestellt und schon gewässert. Und das Ausräumen des Aquariums hat 1 Woche gedauert und das Einrichten wieder 1 Woche. Die Bilanz ist sehr positiv. Jeder findet, dass es jetzt besser aussieht. Die Fische haben den Umzug gut überstanden und wir glauben, es ist ein großer Gewinn fürs Aquarium. Und so erwarten Familie Feuerfisch und Co. die Besucher des Tropenaquariums ab sofort in einer nicht nur naturnäheren, sondern auch helleren Umgebung, in der sie deutlich besser zu beobachten sind.